Moin, jetzt wär's sonst aber erstarinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Farming Simulator 17. Let's start again. Liebe Freunde, ihr habt es ja schon jetzt gerade gesehen hier. Es ist ein bisschen spät heute. Das liegt einfach daran, für den einen oder anderen, dem es schon aufgefallen ist, es ist ja ein neues Projekt gestartet und zwar Varro 4. Ja, ich bin dabei. Für die Leute, die absolut gar keinen Plan haben, was jetzt Varro 4 ist. Ich glaube, für die ist einfach nur interessant die Info. Sorry Leute, dass das Video heute spät kommt. Es ist jetzt noch ein viertes Video, was pro Tag dazugekommen. Und das wird wahrscheinlich den ganzen Dezember über anhalten. Das heißt, jegliche Videos verschieben sich bei mir ein bisschen. Und zwar wird es jetzt so aussehen, immer um 12 Uhr kommt bei mir Varro 4, um 14 Uhr Craft Attack 4, um 16 Uhr Planet Coaster und um 18 Uhr Farming Simulator 17. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich denke, für die meisten wird es sowieso okay sein, weil 18 Uhr ist eigentlich so eine Zeit, wo die meisten eh erst von der Arbeit oder von der Schule nach Hause gekommen sind oder viele schon und dann sagen, ja, dann ist es sogar angenehmer, das Video dann, wenn es gerade released, sich anzuschauen. Heute werde ich es wahrscheinlich nicht um 18 Uhr schaffen, weil ich heute, ja, ein bisschen in Verzug gekommen bin. Tut mir wirklich leid, aber ich will mich nicht schon wieder entschuldigen dafür, dass ich wieder irgendwas vermasselt habe. Weil das tue ich irgendwie in letzter Zeit ganz oft, habe ich das Gefühl. Und deswegen, ja, wie gesagt halt, ich hoffe, dass ich ab morgen die Routine drin habe und dann geht es hier in den geregelten Zeiten, die ich gerade gesagt habe, im Dezember weiter. Und wenn der Dezember vorbei ist und damit auch vielleicht Varro 4, weil ich vielleicht ausgeschieden bin, es kann aber auch noch sein, dass es noch immer nach Dezember weitergeht, aber sobald Varro 4 zu Ende ist und ich ausgeschieden bin oder sonst irgendwas, geht es hier wieder ganz normal 14 Uhr. 12 Uhr Craft Attack, 14 Uhr Planet Coaster, 16 Uhr Farming Simulator. So geht's dann hier wieder weiter. So, und jetzt möchte ich gerne mal mit euch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, liebe Freunde, ihr habt es ja schon mitbekommen, die letzten Let's Plays oder in der letzten Folge war das Thema ja schon groß in der Thematik. Und zwar das Thema Umzug nach Lossberg. Liebe Freunde, ihr habt das echt übertrieben viel in den Kommentaren behandelt, das Thema. Und zwar ging es um das Thema Geld im Spiel, wie ich das Ganze anpassen soll, wie ich das Ganze hinbekomme, dass, wenn wir den Umzug machen, ich das Geld habe wie hier. Und da haben mir sehr, sehr viele Leute von euch erklärt, wie ich in der Save-Datei das Geld manuell anpassen kann, so dass ich genau 1:1 den Betrag am Ende habe, den ich hier auch habe. Was viele Leute auch geschrieben haben, war, Kevin, verkauf nicht dein ganzes Zeug, was du hast, sondern mach es so, du ercheatest dir einfach erstmal 10 Millionen, kaufst dir die ganzen Fahrzeuge, die du jetzt in Gold Crest Valley hast und dann gehst du hin und tust das Geld danach anpassen, dass du dieselbe Summe hast mit demselben Spielstand. Ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, aber es gibt einen Grund und da möchte ich ganz kurz mit euch drüber reden, warum ich die ganzen Sachen verkaufen möchte. Denn viele haben gesagt, wenn du das verkaufst, Kevin, kriegst du ja ungefähr die Hälfte nur wieder. Oder etwas mehr, ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Oder sogar weniger als die Hälfte. Und genau das ist der Grund, warum ich auch alles verkaufen möchte. Weil ich weniger wieder bekomme. Einfach, ich möchte das so ein bisschen realistisch mit einer kleinen Geschichte irgendwie so gestalten. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie wie eine Geschichte rüberkommt. Aber wenn wir jetzt den Bauernhof umziehen und wir sagen, yo, wir hören hier auf. Wir ziehen von Gold Crest Valley rüber nach Lossberg, dann möchte ich gerne, dass wir das so ein bisschen realistisch anpassen und sagen, hey, ein Umzug, der kostet auch Geld und wir verkaufen hier den Bauernhof, ja, aber der neue Bauernhof, weil der einfach schöner aussieht, weil der viel mehr Mittel uns gibt oder am Anfang auch Garagen und alles hat, kostet der auch vom Ding her ein bisschen mehr und ich bin wieder gefordert, ein bisschen mehr wieder was zu tun, um mir wieder dort eine Existenz aufzubauen und so passiert das auch nicht, dass wir jedes Mal sagen, ja Kevin, zieh von der einen Karte auf die nächste und dann wieder auf die nächste alle 10 Folgen, sondern dass ich mir erstmal dort dann jetzt richtig groß was aufbaue. Meine Freundin hat mich schon vorgewarnt, liebe Freunde, die hat mir schon gesagt, ey Kevin, das was sie in die Kommentare schreiben mit den Feldern, das stimmt. Also sie hat mir schon erzählt, dass das mit den Feldern echt übertrieben schwer dort wird, weil die so eng verbaut sind, das ist gar nicht so leicht dort, Ernte anzupflanzen, zu grubbern, säen und. Dadurch, dass die Straßen so eng sind, aber das ist das Gute daran. Weil vielleicht ist die Karte sogar so schwer, dass mir echt ein paar Fehler passieren, wo ich vielleicht das ein oder andere Mal auch ans Verzweifeln komme. Und das wollt ihr ja auch so ein bisschen sehen, dass ich mal verzweifle, dass das ein bisschen realistischer alles wird. Und das ist der Sinn hinter der Sache, hinter dem Umzug. Also auch für die Leute, die da gesagt haben, so, oh nee, ich bin dagegen, ich will keinen Umzug, spiel bitte weiter.
es wird Zeit für frischen Wind. Also ab der 50. Folge oder ab der 51. Folge, ich weiß es noch nicht, 51. Ja, ich würde sagen, ab der 51. Folge geht's dann in Lossberg los. In der 50. würde ich sagen, machen wir den Umzug. Und da bin ich echt mal gespannt, Leute. Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich finde das eine ziemlich geile Lösung, die wir jetzt gefunden haben. Weil so können wir immer, wenn jetzt zum Beispiel, wie schon erklärt, nach 100 Folgen Lossberg eine neue Karte hinzukommt, sagen, jo, komm, wir ziehen auf die ganz neue Karte und ziehen von Lossberg weg. Das ist das Geile. So kann man das alles geschichtlich ein bisschen verpacken. Und ich denke, das wird eine Sache sein, die vielen von euch gefallen wird. Also den meisten, dem größten Teil gefällt es ja auch, weil sonst hättet ihr ja nicht dafür gewotet, hoppla, dass ich umziehen soll. Und deswegen machen wir das Ganze. Wir werden natürlich jetzt gucken, ich liege gut in der Zeit. Also wir kriegen jetzt heute in der Folge wieder ein bisschen was bei den Kühen an Silage rangekarrt. Die haben ja echt schon einiges mittlerweile dort. Mein Ziel ist es einfach nur, bei den Kühen jetzt richtig, richtig viel Silage hinzubringen. Und dann zu gucken, dass wir das alles verfüttert bekommen. Dass wir aus den Kühen nochmal in einer Folge so viel Kohle wie möglich holen. Das heißt, es kann sogar sein, dass es demnächst ein großes Farming Simulator Special geben wird, wo ich einfach, keine Ahnung, 30, 40 Minuten das Spiel Let's Playe und dann hochlade, wo einfach richtig viele Timelapses auch drin sind. Weil mein Ziel ist es jetzt, alles, was ich hier angebaut habe, aufzubrauchen und so viel Geld wie möglich noch vor dem Umzug anzukarren, ja, dass ich hier so viel wie möglich noch mit verdiene. Und dazu gehört halt einfach, das ganze Futter von den Kühen aufzubrauchen. Denn dann produzieren die ja sehr, sehr viel Milch und Milch bringt Geld. Und meiner Meinung nach, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, das wollte ich heute auch mal ansprechen, ich finde, dass die Kühe die leichteste und beste Option im Spiel sind, um viel Geld zu verdienen. Ist meine Meinung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt fast alles ausprobiert. Es sagen viele, ja Kevin, mach lieber Holz, damit verdienst du richtig Kohle. Beim Holz, das erfordert ein gewisses Training, wenn man da eine Routine drin hat, dann kann das sein. Oder dann gebe ich euch sogar recht, dann will ich euch gar nicht anzweifeln. Die Leute, die Ahnung von dem Spiel haben, die wissen das. Aber ich persönlich, und das muss ich jetzt einfach mal sagen, vielleicht der ein oder andere, der jetzt schon sehr, sehr lange spielt, würde jetzt sagen, ja, das ist kompletter Schwachsinn. Aber für mich persönlich, als Anfänger von Farming Simulator, muss ich ehrlich sagen, die angenehmste und leichteste Lösung, um an viel Geld ranzukommen, sind Kühe. Man muss einfach nur wissen, wie man das Futter herstellt. Das geht super easy. Und dann muss man einfach nur gucken, dass der Stall immer schön sauber ist, dass sie genug Stroh haben, dass sie genug Futter haben, dass sie genug Wasser haben. Und dann produzieren die richtig, richtig Milch. Und dann geht ab, dann geht die Luzi ab da. Und man kann von den Kühen sich direkt 200, 300, wenn man will, anschaffen, wenn man das Geld anspart. Oh, hoppla. Indem man zum Beispiel, ja, die ganze Zeit Aufträge erstmal am Anfang erledigt. Und dann kann man einfach echt krass Gas geben mit den Tieren. Also wenn man so 200 Kühe hat und die durchgehend auf Produktion 100 laufen, da kann ich mir vorstellen, dass man schon so pro Tag, der im Spiel vergeht, seine 150.000 macht oder so. Also die geben schon echt gutes Geld. Sie sind natürlich auch mit Arbeit verbunden, aber meiner Meinung nach ist das die leichteste und schnellst zu verstehende Arbeit im gesamten Spiel. Also ich spreche jetzt aus der Rolle eines Anfängers, deswegen, bevor jetzt hier die Profis ankommen, sagen, und die Gabeln rausholen und Kevin, das ist doch kompletter Schwachsinn, was du da erzählst. Geh mal lieber Holz hacken. Das kann sein, das ist aber auch ein bisschen schwieriger, weil man muss erstmal da die Steuerung drin haben und als Anfänger ist das, wenn man in dem Spiel neu ist, richtig, richtig schwer. Und deswegen, wie gesagt halt, ich rede jetzt aus der Sicht eines Anfängers. Für einen Anfänger ist es, glaube ich, am besten, am Anfang mit Kühen anzufangen, wenn er sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit haben will. Oder die 100 Goldnuggets sammeln und dann noch ein paar Aufträge machen und sich ein Windrad hinstellen und die Geschwindigkeit auf 120 stellen, dann macht man auch sehr viel Geld. Das weiß ich auch, aber das ist ja nicht der Sinn vom Spiel. Der Sinn vom Spiel soll ja sein, dass man sich das Geld wirklich hart erarbeitet. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch nicht das Windrad direkt geholt, weil ich mir nämlich genau das gedacht habe. Wenn ich dann nämlich Timelapse mache, verdiene ich einfach ultra viel Geld damit und das wäre einfach zu heftig. Und deswegen, wie gesagt halt, habe ich mich dazu entschieden, eher den Weg zu wählen, dass ich echt viel mit Feldern machen muss und so. Und ich finde das einfach so, wie wir das Spiel hier zurzeit handhaben, ziemlich, ziemlich gut. Und ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu sein wird, wenn wir dann den Umzug machen. Also, heute habe ich noch keine Timelapse drin, weil sonst würde das Video niemals kommen. Heute wollte ich noch mal ein bisschen quatschen, um den Abschluss schon mal für dieses Umzugsthema zu finden. Denn in den nächsten Folgen werden wir nicht mehr über den Umzug groß sprechen.
Also im Sinne von, dass ich das behandle, wie ich das machen will und so. Das habt ihr, denke ich mal, jetzt verstanden, nachdem ich es genau erklärt habe, warum ich die Sachen verkaufe, wann der Umzug stattfindet und wieso, weshalb, bla 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 bla. Ist alles erklärt. In den nächsten Folgen wird es sehr produktiv jetzt vonstatten gehen. Mein Ziel wird es sein, wie gesagt, halt komplett nochmal die Kühe alle durchzupushen, dass ich alles, was ich jetzt habe, aufbrauche, um so viel Geld wie möglich zu machen, damit ich vielleicht mit 2 oder sogar 3 Millionen Dollar oder Euro rübergehen kann auf den, also auf das neue Zuhause. Und da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt, Leute, auf die Herausforderung, was ich da so alles zu tun haben werde und ob ich das überhaupt hinbekomme. Das wird auf jeden Fall eine spannende Aufgabe und da bin ich echt mal gespannt. Und hier kann ich euch das auch mal eben zeigen. Also bei den Kühen, ich muss jetzt hier nur noch Stroh, Gras nachfüllen. Gras wird so eine Sache, die wird eher ein bisschen nervig werden, aber das geht eigentlich relativ schnell. Stroh, easy going. Und dann seht ihr das auch. Also im Moment kriegen die halt keine Produktivität rein, die Kühe. Dadurch, dass ich jetzt im Spiel halt die Zeit auf ganz langsam gestellt habe. Und wenn man aufs Spiel joint im Singleplayer, ich weiß nicht, warum die Produktivität nie von Anfang an da ist direkt. Das haben die Entwickler irgendwie so gemacht, dass das eine kurze Zeit dauert, bis sie reinkommt. Aber da sieht man das auch schon. Also da ist schon echt einiges jetzt an Sachen rangekommen. Milch haben die jetzt noch nicht so viel. Aber ich hatte schon gesehen, ich habe schon geschafft, an einem Tag so 60.000 Liter Milch hinzubekommen. Und die hat sich dann auch schon für ihre 100.000 verkauft. Deswegen sage ich ja so, mit 200 Kühen kann man bestimmt so seine 150.000 schaffen. Und das ist natürlich ein ordentlicher Batzen für die Arbeit, die man eigentlich dafür hat. Weil das ist eigentlich in dem Sinne nicht viel. Man pflanzt ein bisschen Mais an, macht sich ein Grasfeld und ab geht die Luzi. Dann kann man direkt Gas geben mit den Viechern. Das ist so geil gemacht auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich kann jetzt erstmal die Heuballen, die ich habe, wirklich richtig lange nutzen. Deswegen will ich auch so eine große Folge machen, wo ich mit Timelapses arbeite, ganz vielen. Weil ich will dann immer gucken, dass die Kühe irgendwie immer wieder ganz schnell Futter nachbekommen müssen und natürlich viel Milch produzieren und ich die durchgehend auf Produktion 100 am Laufen habe. Weil ich denke, dass ich dann doch schon echt sau viel Kohle mache. Ich werde natürlich dann auch meine Mietsfahrzeuge vorher verkaufen, wenn hier alles geerntet ist und so ein Kram. Weil die fressen natürlich auch Unmengen an Geld und ich weiß ja jetzt, dass der Umzug ansteht. Also jemand, der Ahnung von sowas hat, der würde natürlich auch sagen, das ist das Schlauste, was man machen kann, dass man jetzt schon die Mietfahrzeuge weggibt, die man eh nicht mehr braucht. Wie zum Beispiel die Erntemaschine und so, die ist ja gemietet, die habe ich ja nicht gekauft. Da werde ich eher in Lossberg dann schauen, dass ich mir da endlich mal Maschinen kaufe. Weil da machen die ganz großen Maschinen auch nicht, oh hoppla, und das Schild noch heute zusätzlich umgefahren. da macht das nicht ganz so viel Sinn, diese großen Maschinen zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil, ja, wie gesagt, halt, da sind die Straßen so eng. Man kommt da mit seinen Maschinen eh nirgendwo lang groß, wenn die so riesig sind. Und ja, ich denke mal, gleich wird es hier auf jeden Fall anfangen zu regnen. Es wird nämlich schon langsam nebelig. Und deswegen, wie gesagt, möchte ich jetzt gucken, dass ich mit den Kühen auf jeden Fall nochmal ordentlich durchpower. Nochmal alles aus denen raushole, was geht an Geld. Und da bin ich echt mal gespannt, was wir da so noch zusammenbekommen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Plan so findet, den ich jetzt habe für die nächsten Folgen. Ich glaube, das ist jetzt schon mittlerweile Folge 43. Das heißt also, 6 Folgen habe ich auf jeden Fall noch Zeit, um das mit den Kühen und alles zu regeln. Und da wird ja eine große Special-Folge kommen, was ich eigentlich eine ziemlich geile Idee finde. Ich habe ja sowieso mal gesagt, ich will als Ausgleich dafür, dass ich nicht so aufwendige Folgen im Moment bringe, oder eher gesagt, an dem Wochenende, wo ich bei Revi war, jetzt ist das schon ein bisschen zum Dauerzustand geworden, was sich definitiv wieder ändern soll. Denn mir hat das Spaß gemacht mit den Timelapse und dem guten Schnitt in den Videos. Als Ersatz dafür wollte ich eine riesige Special-Folge mal machen. Und die wird wahrscheinlich dann jetzt im Laufe der nächsten Woche kommen. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Und das wird eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Und ich würde auch sagen, wenn ihr Ideen oder Vorschläge noch habt für weitere Mods, die ich hinzufügen soll, dann könnt ihr das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich natürlich auch offen für alles Mögliche und gespannt, was ihr da so noch für Vorschläge und Ideen habt. Ah, komm, wird das was? Wird das was? Ne, der hört ja ganz genau knapp hier wieder auf, ne? Ja, hört er genau knapp auf. Aber das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Da haben wir schon einiges an Silage mittlerweile drinne. Ja, und da könnt ihr natürlich Vorschläge gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann bin ich echt mal gespannt, so wie ich mich hier anstellen werde. Vor allen Dingen in Lossberg. Weil dann wird es ja auch realistischer. Dann kommt nämlich der Fruchtmod hinzu. Und ja, es ist gerade am Regnen. Es fängt an zu fisseln. Und ich werde den Schwierigkeitsgrad nicht direkt auf schwer stellen. Ich habe mir überlegt, ich werde auf Mittel dann anfangen. Das ist eher für mich so ein bisschen passender. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es abgehen wird, Leute.
dann würde ich sagen, an der Stelle, das war's auch erstmal von der Folge heute. Jetzt habe ich alles final abgeklärt, euch erklärt, wie ich das vorhabe zu machen. Danke nochmal an alle Leute, die in der letzten Folge so fleißig kommentiert haben, um mir zu erklären, so, ey Kevin, so und so musst du das machen, damit das funktioniert. Ist auf jeden Fall eine super gute Hilfe gewesen. Danke, danke, danke. So werden wir es dann nämlich auch machen in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. In der nächsten Folge geht es dann ordentlich los. Da werden wir dann nämlich schon mit Timelapse wieder arbeiten. Das kann ich euch schon mal auf jeden Fall vorab sagen. Also in der nächsten Folge wird es definitiv deutlich produktiver. Weil wenn ich wirklich alles aufbrauchen will und das maximale Geld bis zur 49. oder 50. Folge aus den Glühen rausholen will, muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!